das ist hier, auch wenn Frau Friedrichsen, wir haben diese Position, um das einmal an der Stelle einzufügen, die gerade eben zitierten, haben wir auch alle natürlich in diese Sendung eingeladen, Staatsanwaltschaft, auch Medienvertreter der sogenannten anderen Seite, die Sie gerade zitieren. Und es war leider keiner bereit, unserer Einladung zu folgen. Natürlich nicht, weil man die Konfrontation scheut. Burda erscheint deshalb nicht in Ihrer Sendung und auch in keiner anderen, in der damit gerechnet werden muss, dass da jemand von der Verteidigung sitzt. Weil man dann natürlich konfrontiert werden würde mit Dingen, die die Öffentlichkeit noch nicht kennt. Der Verlagsvorstand Philipp Welte hat jeden deutschen Chefredakteur von Bedeutung angerufen und versucht, ihn für eine negative Berichterstattung gegen Kachelmann zu gewinnen. Warum sollte er das tun? Ich weiß nur, er hat es getan. Warum ist es nur so, dass Burda, und das hat nichts mit Einseitigkeit zu tun, erst diese schmutzigen Methoden praktiziert hat und anschließend möchte man damit nicht konfrontiert werden. Da möchte man weiter Bambis verleihen. Es geht um den Versuch, das Verfahren steuernd zu beschädigen. Und das unterscheidet die Berichterstattung von Fokus und Sie haben nie versucht, dieses Verfahren zu steuern, wenn Sie merken, dass die Gegenseite das auch probiert? Nein. Das Einzige, was ich... Ihr Vorgänger möglicherweise? Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich getan habe, ist dafür gesorgt, dass Dinge nicht in der nicht öffentlichen Hauptverhandlung versteckt werden, sondern in der öffentlichen Hauptverhandlung erörtert werden. Die Kammer hat bis zu meinem Eintritt auch diese Honorarfragen schon behandelt, jedenfalls am Beispiel der Zeugin Tomaschek, die mit 10.000 Euro der schönen Försterin auch gleichzeitig noch deutsche Meisterin im Luftgitarre spielen. Also diese Zeugin, diese angeblich schöne oder angebliche Försterin, wie auch immer. Für diese Polemik, Herr Schwenn, sind Sie heute unter anderem gerügt worden? Nein, Sie das getroffen? Nein. Also ich bin gerügt worden für den Mangel von Anstand und Respekt. Zu Recht, Frau Friedrichsen? Darf ich das vielleicht nochmal ausführen? Ja, ganz kurz bitte. Nur wer angegriffen ist, der soll sich auch wehren dürfen und sollte auch die Gelegenheit wahrnehmen. Ich tue das, die Herren von Burda tun es nicht. Also, es ist so, dass das Gericht dem Angeklagten Recht auf Gehör schuldet. Und das heißt, dass es sich auch Kritisches anzuhören hat, auch Kritisches, das ihm selber gilt. Dieses Gericht hat den Angeklagten Kachelmann für nichts Monate in Untersuchungshaft gehalten. Wenn ein Verteidiger das nicht kritisiert, dann ist er feige und nicht etwa respektvoll und anständig. Das ist nicht meine Rolle, Unrecht gut zu heißen. Und das, was dem Gericht nicht gefallen hat, ist, dass ich mich nicht an den südwestdeutschen Brauch gehalten habe. Man redet über die Richter schlecht in der Gastwirtschaft, aber im Sitzungssaal ist man schön still, sondern ich bin ihnen in der Hauptverhandlung entgegengetreten. Und mit welchem Recht? Das hat man ja heute in der Urteilsbegründung gesehen. Das ist nicht gesehen. Nur gutes Recht, sondern nachgerade ihre Pflicht, dieses Gericht, zu tun. Ja. Dieses Gericht hätte den Angeklagten verurteilt, wenn ihm nicht die Fakten dazwischen gekommen wären und die Öffentlichkeit. Denn das muss Moment, man also das heißt, die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit, Sie gerade gescholten haben? Nicht die Öffentlichkeit. Die veröffentlichte Meinung? Die sachliche Berichterstattung über den Inhalt des Verfahrens. Die hat Ihnen geholfen? Die hat Herrn Kachelmann geholfen. Und Herr Kachelmann... Aber man kann nicht auf der einen Seite sozusagen das eine in Kauf nehmen und sagen... Wenn Zeugen bezahlt werden und man kritisiert das, ist das etwas anderes, als wenn man Medien kritisiert. Zeugen sind nicht bezahlt worden, Zeugen sind für Zeugen ein Interview sind bezahlt von worden. Burda bezahlt worden. Für ein Interview. Für ein Interview und in der eine Folge dieses... Eine absolut übliche Gepflogenheit in unserem Geschäft. In das Interviewpartner glaube, das glaube ich nicht, dass das ZDF 50.000, 10.000 und 5.000 Euro zahlt und von der Zeugin Lindros, der schönen Schweizerin, die bei der Bild-Zeitung posiert hat, wissen wir es nicht, was sie bekommen hat. Aber da ist auch Geld gezahlt worden. Wenn Sie irgendwann Ihrem Mandanten Kachelmann gesagt hätten, pass auf, es dient gerade der Sache, wenn du jetzt ein großes Interview, ein Exklusivinterview im Bunte gibst oder auch im Spiegel, wo das beispielsweise passiert ist, dann, zunächst mal, hätten Sie das gemacht? Herr Lanz, erstens, ich duze Herrn Kachelmann nicht.
Zweitens, ich führe keine Strafprozesse durch Interviews, sondern tue das, was ein Verteidiger zu tun hat. Aber Herr Kachelmann hat unter Ihrem Vorgänger Reinhard Birkenstock ein großes Exklusivinterview im Spiegel gegeben. Naja, nun wollte ich gerade sagen, es war nicht alles schlecht bei Herrn Birkenstock, aber das war auch keine gute Idee, nicht? Also, Herr Lanz, es ist doch so, der Verteidiger verteidigt und ist nicht der Impresario des Mandanten oder versucht irgendwie auf Medien einzuwirken, damit sie dann gut berichten. Was wären denn das auch für Medien, die man in dieser Art gewinnen kann? Nochmal, Herr Kachelmann muss dankbar sein über eine sachliche Berichterstattung, die es in den Blättern des Hauses Burda nicht gegeben hat. Das war eine parteiliche Berichterstattung. Die Berichterstattung in der Bild-Zeitung war, was den Berichterstattungsteil angeht, nicht vorhanden. Das war ja keine Berichterstattung von Frau Schwarzer, sondern kommentierte da. Aber da war doch Frau Schwarzer. Warum? Ja, ja, ich bitte Sie. Frau Schwarzer, die dann erscheint, ein Interview gibt und wieder geht. Das habe ich vorhin schon irgendwie angemerkt. Frau Schwarzer hat dieses Verfahren nicht verfolgt, sondern Frau Schwarzer geht es wie immer bei allen ihren Anliegen nur um sich selber. Und das hat sie hier in diesem Verfahren auch wieder bewiesen. Und deshalb ist sie keine Stimme, mit der man sich ernsthaft auseinandersetzen kann. Waren Sie überrascht, dass Frau Schwarzer sich ausgerechnet mit Bild zusammentut, um dann über dieses Verfahren Bericht zu erstatten? Das hätte ich ja nie gedacht. Also in einem Blatt, das sie seit Jahrzehnten bekämpft, wegen seiner Frauenfeindlichkeit und seiner Nackten auf dem Titelbild und so, das schreibt also für mich war das keine Überraschung. Die Vorsitzende Warum? Des feministischen Politbüros. Frau Schwarzer, ich kenne Sie lange, sehr lange, möglicherweise am längsten von allen hier. Sind Sie befreundet? Das war ein Verhältnis ganz anderer Art, aber dazu hat der Rechtsanwalt zu schweigen. Also, ich kenne Sie lange und ich weiß, dass Sie immer dagegen ankämpft, nicht irgendwann mal in einem Bericht zu erscheinen, was macht eigentlich Alice Schwarzer. Und deshalb lässt sie sich auch von dem Chefredakteur der Bild-Zeitung in dieser Weise instrumentalisieren. Sie glauben doch nicht, dass die Leser der Bild-Zeitung das glauben, was Frau Schwarzer schreibt. Die finden das irgendwie lustig, komisch und es ist ein Gag, für den sie sich missbrauchen lässt. Aber es geht, wie gesagt, nicht um Frau Schwarzer. Es geht nochmal, ich bin davon unterbrochen worden, es geht um den Segen der Öffentlichkeit für dieses Verfahren. Segen der Öffentlichkeit? Die Öffentlichkeit im Strafverfahren ist für den Angeklagten normalerweise eine Belastung, weil es ihn, wenn er etwas sagt, auch befangener macht, auch, wenn dahin das Opfer Publikum übrigens, ne? sitzt. Auch für das Opfer. Ja, wir wollen hier mal nicht von Opfer, wir sprechen von den Verfahrensrollen. Doch, ich spreche von Opfer. Nein, ein Opfer, Sie können nicht grundsätzlich dem Opfer gegenüberstellen, nein, aber sondern grundsätzlich den in einem Verfahren sind wir uns einig, dass Täter und Opfer. Ja, und nur die Frage ist eben, wer oder ist vermeintliches Täter? Opfer? Wer ist Täter? Wie auch und immer. Wer ist Opfer? Nicht? Zu viel Öffentlichkeit im Zweifel nicht gut. Herrn Witte, das werden wir ja im Fall des Herrn Witte nachher hören, was dabei herauskommt, wenn man ein bisschen zu früh Herr Schwenk, lassen Sie uns einmal zurück an den Eingang dieses Gesprächs. Frau Friedrichsen sagt, das Gericht konnte eigentlich nur so recht sprechen, wie es das heute getan hat. Sie haben vehement widersprochen und sagten, nein, man hätte den Beweis führen können, dass Ihr Kachelmann man hätte ihn ganz leicht unschuldig können. Ist. Wie? Das Gericht hat alles, was wirklich an harten Fakten da war, umgangen bei der mündlichen Urteilsbegründung und Machen konnte Sie's deshalb mal konkret. Zu diesem in dubio kommen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Die Nebenklägerin hat ja in ihrer Aussage behauptet, sie habe Tickets, in Wahrheit waren es sogenannte Passenger Receipts, gefunden und dabei einen anonymen Brief. Dieser anonyme Brief, der war in Wahrheit von der Nebenklägerin geschrieben worden. Dieser berühmte Satz, er schläft auch mit der nicht anderen. Der anonyme Brief war von der Nebenklägerin geschrieben worden. Das hat sie erst in der letzten staatsanwaltschaftlichen Vernehmung zugegeben, da auch nicht richtig. Und nun gibt es ein Detail, das man kennen muss, wenn man über diesen Fall urteilen will. Und eigentlich reicht es schon, dieses eine Detail zu kennen. Die Nebenklägerin hat diesen anonymen Brief
nicht etwa zu Hause auf ihrem Computer geschrieben und dann ausgedruckt und dann beiseite gelegt, um ihn mit den Tickets vorweisen zu können. Nein, nein. Sie hat den Brief auf einem USB-Stick abgespeichert und hat ihn dann woanders ausgedrückt. Wer das tut, der macht das nicht deshalb, weil er nur den Brief für diese Auseinandersetzung braucht, um Kachelmann zur Rede zu stellen, sondern der macht das, weil er damit rechnet, dass später der Computer mal untersucht werden wird. War übrigens das heißt, eine Idee Ihres Vorgängers Reinhard Birkenstock, diesen Computer untersuchen zu lassen, Nebenklägerin, um das auch das einfach mal der Vollständigkeit halber erwähnt fällt zu haben. In die Kiste, es war nicht alles schlecht, das war ja auch richtig. War er ja auch gedrängt worden, denn die Zeugin Schillinger, die dann später bei Burda 50.000 Euro abgegriffen hat, die hatte sich ja zunächst an Birkenstock gewandt und hatte ihm von dieser Kanada-Connection berichtet. Mhm. Da wusste er, es gibt E-Mail-Verkehr. Und wie belegt man das, indem man den Computer, den Nebenklägerin, daraufhin untersucht? Das war ja vollkommen in Ordnung. Nur das Ausdrucken dieses anonymen Briefs woanders macht doch nur Sinn, wenn der Ausdruckende damit rechnet, dass später mal das kriminaltechnisch untersucht wird. Für die Aussage der Nebenklägerin, nach der Aussage der Nebenklägerin, wäre das gar nicht erforderlich gewesen. Denn das, was sich da hinterher, das hat sich ja alles erst hinterher zugetragen. Jetzt mal ganz blöde Gegenfrage, vielleicht hatte sie keinen Drucker zu Hause. Nein, sie hatte einen Drucker zu Hause. Sie hatte einen Drucker zu Hause, das ist auch festgestellt. Es geht darum, dass man an diesem Fall schön zeigen kann, dass die Nebenklägerin dem Angeklagten eine Falle gestellt hat. Das heißt, dass sie diese Falle hat zuschnappen lassen. Das heißt,